Leute, moin. Heute auch mal wieder eine kleine Runde ganz ohne Cash. Weil ich letztens im Straßenbahn mit jedem war und dort die Kreischerbahn gesehen habe. Dachte, man könnte mal gucken, ob man noch ein paar Relikte von der Bahn findet. Und ich habe jetzt das erste Teilstück mir angeguckt. Also von Niederdedlitz bis Lockwitz. Also bin allerdings andersrum gelaufen von Lockwitz nach Niederdedlitz. Und ich habe noch zwei Relikte gefunden. Zwei Oberleitungsrosetten. Hausrosetten genannt. Wo früher die Oberleitung an den Hauswänden dran gemacht ist. Beziehungsweise eine ist noch vorhanden und von einer habe ich die Umrisse bzw. die Schatten gesehen. Einmal in Niederdedlitz am Goldenen Löwen, was meine ehemalige Gaststätte war. Da sieht man, wo die Hausrosette festgeschraubt ist anhand des Schattens am Putz. Und in Lockwitz an der Kirche hat man noch eine Rosette hängen. Alle anderen Häuser zwischendurch und auf dem Weg zwischen Niederdedlitz und Lockwitz habe ich mir angeguckt, habe aber nichts gefunden. Ja, irgendwann werde ich mir die Strecke noch bis Kreischra noch mal angucken, beziehungsweise mal abfahren. Dann mal mit dem Auto oder Motorrad wieder. Da erwarte ich eigentlich nie, dass man was findet. Eventuell zwei Gaststätten gibt es ja noch, die Teufelsmühle und wie hieß die andere, komme ich jetzt nicht drauf. Eventuell kann man dann in Kreischau noch ein paar. Habe ich auch nie drauf geachtet, wenn ich mal in Kreischau war. Das können wir uns nochmal angucken bei Gelegenheit. Ansonsten wird da auf dem Weg wahrscheinlich nichts zu finden sein. Ich muss auch nochmal nachgucken, wie da überhaupt die Strecke lief. Also ich bin meines Erachtens früher noch mal eine Haltestelle zurück mit der Bahn gefahren. Bis Kreischau oder so sind wir glaube ich nie gefahren als Kinder. Die Lockwitztalbahn war eine Überlandstraßenbahn im Lockwitztal bei Dresden zwischen Kreischau und Niederdedlitz. Die 9,2 Kilometer lange Strecke wurde in den Jahren 1905 bis 1906 errichtet. 1977 wurde der Betrieb eingestellt. Ja, also zwischen Dresden-Niederdedlitz und Kreischau gab es damals die Lockwitztalbahn oder auch die Kreischaubahn genannt. Ja, hier auf dem Bahnhof Storplatz begann damals die Bahn und fuhr dann nach Lockwitz und durch den Lockwitzbrunnen nach Kreischau. So, und hier das Niederdedlitzer Kriegerdenkmal. Wikipedia sagt dazu: Die Planungen für eine Schienenverbindung zwischen Kreischau und Niederdedlitz reichen bis 1895 zurück. Zu diesem Zeitpunkt plante das Unternehmen Aktiengesellschaft Elektrizitätswerke O.L. Kummer und Co. von Oskar Ludwig Kummer in Niederdedlitz den Bau einer Bahn durch das Lockwitztal. Diese sollte Teil eines Netzes von Überlandstraßenbahnen um Dresden sein und von Kreischau weiter bis Dolben führen. Das war damals auch noch die Rede, die weiter bis Freital-Dolben und eventuell sogar noch bis Wilsdruff zu verlängern. Trotz einer Genehmigung arbeitete Kummer jedoch zunächst an der Dresdner Vorortbahn. Mitte 1901 ging das Unternehmen in Konkurs. Damit waren auch die Pläne zunächst begraben. Da die Gemeinden des Lockwitztals aus wirtschaftlichen Gründen dennoch die Straßenbahn haben wollten, richteten sie sich 1903 mit einer Petition an die zweite Kammer des Landtags
und forderten den Staat auf, die Umsetzung in die Hand zu nehmen. Schließlich sei mit der Genehmigung und einer Beihilfenzusage an Kummer die Notwendigkeit der Straßenbahn bestätigt. Nach Ablehnung der Petition schlossen sich am 15. November 1904 sieben Gemeinden zu einem Verband zusammen, um die rund 9,2 Kilometer lange Strecke zu realisieren. Wir haben dann am 24. August 1905 mit dem Bau angefangen. Kann man noch gut die Stelle erkennen, an der die Oberleitungsrosette befestigt war. Die optischen Auswirkungen der Oberleitungen wurden damals häufig noch als störend und unästhetisch empfunden. Um dies zu kompensieren, wurden die Befestigungen in den Anfangsjahren der elektrischen Straßenbahn besonders kunstvoll ausgeführt. Das gilt speziell für den Zeitraum rund um die Jahrhundertwende. Deswegen sind besonders kunstvoll ausgeführte Oberleitungsrosetten typischerweise häufig an im Jugendspiel erbauten Gebäuden zu finden. Diese wurden auch bei der Modernisierung von Häusern häufig nicht entfernt und sind noch in den meisten Städten mit Straßenbahn zu finden. Die alte Stromversorgung in den Häusern ist überall noch vorhanden. Das Depot wurde in Kreischau angelegt. Die Strecke hat eine Spurweite von einem Meter. Wobei ich mir eigentlich erhofft hatte, gerade an so einen Backsteinbauten, dachte ich, man sieht noch mehrere Leitungsschäkel oder wie die heißen. Ich habe nicht gesehen unterwegs, hier liegen ja doch noch Schienen. Also etwas kleiner als die normale Dresdner Straßenbahn. Am 3. März 1906 begann der öffentliche Betrieb. Die Straßenbahn übernahm neben dem Personentransport auch den Transport der Post entlang der Strecke. Aus diesem Grund lag das Postamt in Kreischau direkt neben dem Straßenbahndepot. Am 16. Mai 1906 wurden dann Haltestellen eingeführt, da das Halten bei Bedarf den Betrieb zu sehr behinderte. Du hast den Schaffner gesagt, lass mich mal hier an der Teufelsmühle raus und dann haben wir den Halten. Zunächst war der Betrieb der Bahn ein Verlustgeschäft, auch weil die Bahn kaum für den Güterverkehr genutzt werden konnte. 1909 wurde zusammen mit dem Gemeindeverband auf dem Wiesch eine Bergwirtschaft eröffnet. Dies steigerte die Attraktivität der Bahn und ließ die Fahrgastzahlen ansteigen. Da die Einnahmen dennoch nicht genügten, wurden 1912 die Fahrpreise erhöht. Bis 1913 war es gelungen, schwarze Zahlen zu schreiben. Dann haben sie im Ersten Weltkrieg den Fahrplan eingeschränkt, weil sie zu wenig Personal hatten. Daher wurden nun erstmals Frauen eingestellt. Ab 1915 gab es vermehrt Gütertransporte, da der Transport mit Pferden wegfiel. Einige der Beiwagen wurden daher umgerüstet. Zum Ende des Krieges in den Jahren danach gab es bereits mehrere Preiserhöhungen, da die Kosten weiter stiegen. Wegen der zusätzlichen finanziellen Belastung durch die Inflation wurde 1923 auch eine Stilllegung in Betracht gezogen. Aber 1924 verbesserte sich die Lage wieder und der Betrieb wurde an einen Zweckverband von Gemeinden und Staat übergeben. Die Zwangsverwaltung blieb jedoch bestehen.
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs stiegen die Fahrgastzahlen wieder, auch weil der Busverkehr reduziert werden musste. Dazu kamen jedoch Personalmangel und Einschränkungen durch die Verdunkelung. 1941 hat die Dresdner Straßenbahn AG, die Drüweg, was damals die Betreiberfirma war, übernommen und somit wurde die Lockwitztal ein Teil der Dresdner Straßenbahn. Sie erhielt damals die Liniennummer 31, die sie bis zur Einstellung 1976 führte. Am 14. Februar 1945 wurde die Bahnstrecke durch Bombenangriffe in Lockwitz beschädigt. Am 10. März waren die Schäden bereits wieder behoben und die ganze Strecke konnte bedient werden. Da der Gauleiter seinen Sitz nach den Luftangriffen auf Dresden nach Lockwitz hatte verlegen lassen, war die Bahn noch bis Kriegsende von Beschuss durch Flieger betroffen. Gleichwohl hatte die Weisung, den Betrieb ab 7. Mai 1945 gegen 17 Uhr einzustellen, den Einsatzbahnhof Kreischa nicht erreicht. Sie rückten noch am 8. Mai die Wagen planmäßig aus und erst gegen 10 Uhr wurde der Betrieb eingestellt. Die Linie 31 war damit die letzte planmäßig verkehrende Linie im Netz der Dresdner Verkehrsbetriebe. Vor dessen kompletter Einstellung. Ja, und hier haben wir schon das erste Relikt von der Kreischaubahn. Hier war der Fahrdraht aufgehängt. Der Bäcker ist übrigens hier zu empfehlen. Das Wahrzeichen von Lockwitz. Die Wetterfroschsäule. Dieses kleine Bauwerk, bekannt als Lockwitzer Frosch, wurde im Jahr 1913 nach einem Entwurf von Professor Jean Pape der Kunstakademie Dresden als Ohren- und Wetterhäuschen errichtet. Auf den zeitlichen Tagesablauf weisen die im Tombak getriebenen Symbole Hahn, Bienenkorb, Fledermaus und Eule. Ein Schaukasten ist mit meteorologischen Messinstrumenten ausgestattet. Diese zeigen die täglichen Wetterwerte an. 1945 wurden die Instrumente Opfer des Krieges. Die Schaukästen verschwanden hinter Blechverschlägen. Durch örtliche Initiative und mit Unterstützung Dresdner Handwerker konnte die Uhr 1965 im Nationalen Aufbauwerk general überholt werden. Gleichzeitig wurde eine Beleuchtungsanlage installiert. Die Restaurierung fand 1967 mit der Neugestaltung der Schauflächen sowie dem Einbau gestifteter Messinstrumente ihren Abschluss. Ja, das war erstmal eine kleine Runde durch Niederdetis und Lockwitz. Und jetzt habe ich nochmal eine kleine Runde durch Kreischa gedreht. Hier ein paar Impressionen von der Rückfahrt. Auf der Strecke habe ich wie erwartet nichts weiter gesehen, da ja auch die Schienen damals auf der Straße lagen. Alles restlos demontiert wurde und die Straße mittlerweile noch etwas verbreitert wurde, wäre es höchst unwahrscheinlich, wenn hier noch ein Stück Schiene gelegen hätte. Ein Stück hinter dem Ortseingang Kreischa ist dieser Lost Place zu finden. Ein ungenutztes Chorhaus. Es ist aber leider alles abgeschlossen, eine Besichtigung ist nicht möglich.
Wenn wir noch etwas weitergehen in Richtung Ortsmitte, stoßen wir auf das ehemalige Hotel am Greischauer Park. Hier sind noch zwei einfache Fahrleitungskarten erhalten geblieben. Auch der Straßenbahnhof in Greischa steht noch. Hier ist inzwischen die Bibliothek eingezogen. Vor dem Gebäude wurden ein paar Stahlschienen in das Straßenpflaster eingearbeitet, die den Schienenverlauf in den Straßenbahnhof simulieren sollen. So, ihr seht, allzu viel ist nicht mehr übrig geblieben, aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass es die Bahn gab.